Hallo und herzlich willkommen von der Webinale 2013. Mein Name ist Corinna Kern, ich bin Redakteurin des PHP-Magazins und des Webmagazins und bei mir ist heute Dennis Wilson, freiberuflicher Consultant und Entwickler. Und Dennis, du hast gestern bei der Webinale den Responsive Day eröffnet mit der Geschichte des Responsive Web Designs. Und dabei gibt es ja so ein kleines Missverständnis, denn der Begriff als solches ist ja eigentlich erst seit 2-3 Jahren ein Hype, ein Buzzword. Die Geschichte ist aber schon ein bisschen älter. Kannst du uns mal erklären, wie das alles angefangen hat eigentlich tatsächlich? Also Responsive Web Design ist in der Tat erst als Begriff so seit ungefähr 2010 aufgekommen. Es wurde das erste Mal in einem Blog erwähnt, A List Apart, ein ähnlich, also ein gleichnamiger Titel des Blogs, des Blogartikels. Und es geht halt hauptsächlich darum, dass man angefangen hat, die Inhalte, die im Website transportiert wurden, auch wieder für verschiedene Bildschirmgrößen anzupassen, dass sie flexibler wurden. Also wir hatten eine ganze Zeit lang die Methodik eigentlich im Internet oder beim Webdesign, dass man die Inhalte ziemlich fixiert hatte, so wie man es eigentlich aus dem Printdesign erkennt, ne, dass man das auch auf die Screenmedien hat übertragen, wobei Screenmedien ja durchaus flexibel sein können, wenn man verschiedene Größen hat von Bildschirmen, was irgendwie um 2010 rum den Leuten ziemlich auf die Füße gefallen ist, dadurch, dass dann auch ziemlich viele mobile Geräte auf den Markt kamen und man auf einmal wirklich den Need hatte, auf verschiedene Displaygrößen wieder responsive zu sein. So. Denn ursprünglich ist eigentlich das Web Flexibilität ausgelegt gewesen. Ne? Beziehungsweise muss das so sagen, HTML-Dokumente waren früher eher im wissenschaftlichen Ansatz gedacht, Informationen zu übertragen, und da hat das Layout erstmal keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob das damals bewusst war oder eher unbewusst. Nichtsdestotrotz waren die Elemente, die man gesetzt hatte, sowas wie Paragraphen, Textfluss oder auch Tabellen, durchaus auch schon mit relativen Einheiten wie Prozenten auf die aktuelle Bildschirmgröße dehnbar, ja, anpassbar. Irgendwann hat sich das halt gebrochen, sehr wahrscheinlich an der Stelle zu dem Zeitpunkt, als man versucht hat, wirklich auch CI und Layouts punktgenau, pixelgenau zu übertragen, weil es den Unternehmen oder den Grafikern halt sehr, sehr, sehr wichtig war an der Stelle. Auch eben Kunden haben oft darauf bestanden, dass etwas auf einer Webseite hinterher so genauso aussah wie auf dem Entwurf, der eingeliefert wurde. Aber davon ist man später dann doch zum Glück wieder etwas auch weggekommen. Ne? Ich hatte es in dem Vortrag unter dem Slide gehabt, unter dem Punkt gehabt, Layout-driven Web Development oder eben Usability-driven Web Development. Das ist ein interessanter Punkt, genau. Das Layout-driven Development und das Usability-driven Development, jedes für sich alleine, ist eigentlich ein bisschen unausgegoren, nicht wahr? Kann man das so sagen, dass Responsive Web Design quasi die Symbiose dieser beiden Schwerpunkte sind, also Layout, aber auch Usability eben in Symbiose? Jein. Responsive Web Design ist in erster Linie dazu gedacht, dass die Inhalte entsprechend natürlich gut transportiert werden. Es wird niemals gleich aussehen. Das wäre auch völlig an der Philosophie von Responsive vorbei. Es muss nur gleich gut aussehen. Man kann es schon vielleicht als einen gewissen Art Mittelweg betrachten, wobei Usability meiner Meinung nach auch immer noch an Punkt 1 stehen sollte, wenn man Layouts entwickelt, wenn man Webseiten oder Web-Apps entwickelt. Weil letzten Endes ist es ja neben der Überzeugung, die jetzt irgendwie über Emotionalität oder Ähnliches in Grafiken, in Layouts irgendwie erzeugt wird, ist es immer noch Hauptwichtigkeit, dass der User auch findet, wo er den Bildschirm bestellen soll, dass er den Button findet, auf den man drücken muss, dass er den auch entsprechend gut trifft, dass er nicht abgenervt wird von übermäßig viel besonders ausgeklügelten Formularen oder Ähnlichem. Egal wie schön sie aussehen, Usability ist einfach immer noch, glaube ich, der größere Faktor dafür, dass eine Webseite oder ein Shop besonders gut funktioniert. Jetzt neben Marketing und ähnlichen Dingen, aber wenn man nicht bestellen kann, wenn man nicht weiß, wo man bestellen muss, wo man draufdrücken muss, wird es nicht funktionieren. Jetzt hat man aber auch öfter den Eindruck, da so viel über Design gesprochen wird, dass so ein Hype ist, dass der Inhalt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ist das tatsächlich so? Ist Design über den Inhalt geraten im Ranking? Also es muss erstmal schön aussehen und dann kümmern wir uns darum, was wir transportieren. Oder ist es eigentlich doch so, dass Design den Inhalt unterstreichen soll? Ich selbst bin jetzt kein Gestalter, aber ich weiß von vielen Kollegen auch insgesamt von dem, was eigentlich so dieser Standard ist, oder eine Art Grundsatz, Form follows Function.
Und es sollte grundsätzlich schon eher so sein, dass man sich den Sinn und Zweck ausdenkt. Was soll das Ganze können? Was soll das Ganze transportieren? In diesem Rahmen passt halt auch, was ist da für ein Content drin? Ne? Was soll es transportieren? Was für ein Content ist drin? Ist in etwa äquivalent. Und danach kommt die Gestaltung. Ich glaube, dass wir eigentlich eher aus dem Zeitalter schon etwas, oder seit Zeitalter, oder aus der Phase raus sind, wo man das Design über den Inhalt gestellt hat. Das wissen mittlerweile sehr viele Leute, dass man wirklich auch Inhalt braucht. Früher war es so, dass man sich dachte, ja, ich habe dann eine Webseite für meine kleine Firma und dann kommen die Leute auf jeden Fall kostenlos, Internet ist das neue Ding, die finden mich direkt so. Und irgendwann haben die Leute gemerkt, nee, das funktioniert nicht. Ja, wenn ich nicht irgendwie Inhalte liefere, werde ich nicht eine Suchmaschine aufgenommen, kriege ich keine Rankings, kommen keine Leute, funktioniert nicht. Es ist eher, glaube ich, so, dass man jetzt mittlerweile in einer Zeit angekommen ist oder in einer Phase angekommen ist, wo die Menschen das begriffen haben, dass sie Inhalte brauchen. Es gibt nur noch ganz wenige, die wirklich von diesem Approach ausgehen, so ich habe eine Website und das Business geht mir alleine. Und das ist eher, glaube ich, Vergangenheit. Das ist nicht mehr so. Das Problem dieser mobilen Flut, wie du es gestern auch genannt hast, ist ja irgendwo auch, dass keiner genau weiß, wo sich das Ganze hin entwickelt, technologisch vor allem natürlich. Also es gibt jetzt verstärkt Retina-Displays, auf die man auch wiederum reagieren muss. Wann kommt das iPhone 7? Lauter solche Geschichten. Wie kann man da als Entwickler denn mit umgehen? Also wie kann man darauf reagieren im Responsive Web Design? Letzten Endes können wir immer nur erst dann wirklich reagieren, wenn wir wissen, dass was released wird. Wenn wir ungefähr die Specs kennen für das oder die Specs der Geräte kennen, was sie können, welche Bildschirmgrößen sie haben werden. Und selbst wenn man dann schon mal blind drauf losbaut, muss man letzten Endes irgendwann testen. Das heißt, bevor man keinen Prototyp in der Hand hat und wirklich testen kann, geht das nicht. Allerdings ist der Ansatz des Responsive Web Designs ja jetzt in etwa so, dass man sich die verschiedenen Ranges aussucht, die man gerne darstellen möchte. Ja, Responsive Web Design wird vielerorts missverstanden mit, hey, wir machen eine mobile Webseite. Ja. Das wäre eher wahrscheinlich so in die Richtung des adaptiven Webdesigns, wo man sagt, so, wir targeten jetzt ein, zwei Geräte oder irgendwie fünf Geräte und der Rest muss halt zugucken, wie es funktioniert. Nee, man versucht ja wirklich zu sagen, okay, wenn wir eine schmale Range haben, weiß nicht, von 400 Pixel bis 700 Pixel, das ist dann unser mobiler Bereich, dann müssen wir eben schauen, wie wir unser Grunddesign gestalten, wie wir vielleicht Elemente einbauen, die das Ganze, also den theoretisch überstehenden Platz füllen würden. Ja, das heißt ja, dieses, wie ich gesagt hatte, das ist wie, ungefähr wie Wasser, das in ein Gefäß einfließt und sich entsprechend dann nochmal ausdehnt, ohne eigentlich seine eigene Konsistenz, seine eigene Eigenschaft irgendwie zu verlieren. Es passt sich halt nur so weit dann an, wie es sein müsste. Natürlich würde irgendwann, wenn man jetzt sagt, man hat einen Liter Wasser und man schüttet das irgendwie in so ein Gefäß, das irgendwie so 2 Kubikmeter hat, dann ist irgendwie noch ein ganz dünner Film drunter. An der Stelle müssen wir wahrscheinlich mehr Wasser reinfüllen. In diesem Sinne, wenn ich eine kleine Display-Range habe, kann ich damit erstmal umgehen. Wenn jetzt irgendwie verschiedene Bildschirmgrößen noch dazukommen, die irgendwelche Zwischenstationen haben, 10 Pixel mehr als das iPhone oder irgendwie 15 Pixel weniger als das Nexus One, dann sollten die eigentlich, sollte das Layout in dieser Range sich entsprechend irgendwie durch intelligente Kniffe, intelligente Designs anpassen können. Alles, was darüber geht, wäre dann schon wieder eher die Range für Desktop-Bereiche oder Tablets beispielsweise, ja, je nachdem, wie feingranular man das aufsplitten möchte. Dann kommt natürlich irgendwann noch nach dem Desktop-Bereich, was momentan noch nicht so wirklich ein Thema ist, aber was durchaus ja auch mit dem Gedanken des Responsive Web Designs einspielt, und auch wenn man das Budget hat, dafür zu designen, die Range sehr, sehr großer Displays, vielleicht sogar Anzeigetafeln, Stadien oder Beamer oder Home-TV, ja, beispielsweise HD-TV. Allerdings ist das, glaube ich, noch eher der Bereich, der zu vernachlässigen ist. Es ist auch bei den Leuten nicht so sehr im Kopf, weil es einfach nicht so das Thema aktuell ist. Deswegen konzentriert man sich oder denkt man halt eigentlich, glaube ich, direkt, wenn man von Responsive Web Design spricht, nur über Desktop und Mobile Publishing an der Stelle. Mhm. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, vielleicht nochmal ein klein wenig expliziter. Hast du gewisse Vorahnung, in welche Richtung das Ganze sich noch weiterentwickeln wird? Also du hattest gerade von noch größeren Bildschirmen gesprochen, wie Stadien, Leinwände und so weiter. Lässt sich da schon absehen, wo die Reise hingeht, oder ist das noch alles im Dunkeln, weil man eben auch nicht weiß, welche Geräte werden kommen, welche technologischen Innovationen hat Apple schon wieder in der Hosentasche stecken und zieht sie bald raus? Kannst du uns eine kleine Prognose geben? Ja, Prognosen ist natürlich immer so eine Sache. Im konkreten Fall habe ich nicht im Kopf.
Allerdings wissen wir auch, oder ist auch gerade natürlich im absoluten Gespräch, diese Geschichte mit JavaScript Anywhere. Ich bin ja auch auf den JavaScript Days für unterwegs, dort als Speaker anzutreffen. Es wird immer geredet von JS Anywhere. Dass es jetzt irgendwie JavaScript demnächst vielleicht auch auf anderen Plattformen geben könnte, als nur auf Mobilgeräten oder auf einen Computer selbst. Dass man sagt, hey, wir könnten es eventuell demnächst in Konsolen von Autos wiederfinden. Gerade durch die HTML5-Capabilities liegt das eigentlich auch irgendwie ein bisschen nah. Oder dass man sagt, es ist vielleicht demnächst in unserem Kühlschrank oder wirklich irgendwie als Kontrolle in unserem Fernseher drin. JavaScript selbst besitzt eigentlich keine wirkliche grafische Darstellungsmöglichkeit. Das ist ein relativ plaine Language, die immer eine Umgebung brauchen, die sie läuft. Und wenn wir davon ausgehen, dass JavaScript ja eigentlich grundsätzlich mit der Evolution des Web mitgegangen ist, ist ja damit groß geworden, darin bekannt geworden, kann man sich schon vorstellen, dass man eventuell bald in Gedanken von JS Anywhere vielleicht mit HTML-Formen oder mit HTML-Displays oder Views, sage ich jetzt mal, in anderen Geräten, in eingebetteten Geräten arbeitet, als in der Konsole vom Auto oder Navigationssystem oder auch dann auf monochromen Displays in, weiß nicht, wobei mittlerweile macht man auch nicht mehr so viel monochrom, im Heimbereich von Küchengeräten zum Beispiel, dass man sich so vorstellt, man hat einen Kühlschrank, in dem man Dinge bedienen kann. Irgendwie müssen die Sachen ja gerendert werden würden. Und das so ganz leise allerdings nur, könnte ich mir halt schon vorstellen, entsprechend auch mit einem fluiden oder einem anpassbaren View-System zu machen. Aber das ist nichts Konkretes an der Stelle. Okay, es wird auf jeden Fall spannend, höre ich da schon raus. Wir können die Zukunft leider auch nicht voraussagen, aber haben, denke ich mal, einen ganz guten Eindruck bekommen, wo das Responsive Design hergekommen ist und wo es vielleicht in Zukunft hingehen wird. Und wir verabschieden uns von der Webinare 2013.